السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Erstmal Ramadan Mubarak und möge Allah subhanahu wa ta'ala euren Fastenmonat segnen und von euch das Fasten und die Gebete und die guten Taten annehmen. Allahumma amin. Ich habe mir überlegt, inshallah jeden Tag im Ramadan eine kleine Ermahnung hochzuladen, 2, 3, 4, 5 Minuten. Und ich habe mir überlegt, heute mit einem sehr wichtigen Thema anzufangen, und zwar mit dem Gebet. Das Gebet ist die Säule oder die große Säule des Islams. Das Gebet, der Prophet a.s. sagt über das Gebet: Zwischen dem Mann und dem Kufr und dem Schirk steht das Verlassen des Gebetes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wahrlich, das Gebet ist für die Gläubigen eine Pflicht zu festgeschriebenen Zeiten. Deswegen gab es einige Gelehrten, die gesagt haben, derjenige, der das Gebet verlässt, hat die Religion verlassen. Er kann sich nicht mehr Muslim nennen. Weder wird sein Fasten angenommen, noch seine Spenden, noch irgendetwas. Andere Gelehrten, und das sind die Mehrheit, sagten, er ist noch ein Muslim, aber hat die größte Sünde getan, die man tun kann. Größer als Zina, Unzucht. Größer als das Töten. Größer als das Klauen, größer als das Lügen. Da gibt es keine Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, dass die größte Sünde ist, das Gebet zu verlassen. Deswegen hat man jetzt die Chance im Ramadan, inshallah, falls man in den Gebeten noch etwas geschwankt hat, dass man inshallah seine Gebete einhält und pünktlich betet und sich nicht von dem Shaitan besiegen lässt. Zudem natürlich im Ramadan haben wir das Tarawih-Gebet, was zum Nachtgebet gehört. Und der Prophet a.s. sagte, wer dieses Gebet mit dem Imam betet, bis der Imam fertig ist, so wird ihm eine komplette Nacht im Gebet zugeschrieben. Was ist das für eine große Belohnung? Was ist das für ein großer Vorzug, den sich keiner entgehen lassen sollte? Manche Leute, sie sagen zum Beispiel, sie müssen arbeiten, sie müssen dieses, sie müssen jenes, sie müssen früh aufstehen. Aber diese halbe Stunde oder eine Stunde wird ihnen nicht schaden in ihrem Schlafrhythmus. Und deswegen sollte man sich eben dieses Gebet nicht entgehen lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diejenigen, die in der Nacht beten, also die ihre Seiten von den Betten, von den Matratzen sozusagen erheben, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Also keine Seele weiß, was diesen Leuten als große Belohnung vorbehalten ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte man sich dieses Gebet nicht entgehen lassen. Und genauso die Sunnah al-Rawatib. Falls man sie zum Beispiel in den normalen Tagen nicht gebetet hat, sollte man in Ramadan damit anfangen und danach auch nicht damit aufhören. Sunnah al-Rawatib, die 12 Raka, die Sunnah Rakaat, die man jeden Tag vor jedem Gebet beten sollte. 2 vor Fajr, über die der Prophet a.s. gesagt hat, sie sind besser als die Dunya und was in ihr ist. 4 vor Duhur, 2 nach Duhur, 2 nach Maghrib und 2 nach Isha. Diese 12 Raka, was sagt der Prophet a.s.? Wer diese 12 Raka betet, dem baut Allah subhanahu wa ta'ala ein Haus im Paradies. Und es gibt auch noch andere Gebete, die man sich nicht entgehen lassen sollte, wie zum Beispiel das Duha-Gebet, wo der Prophet a.s. sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in einem Hadith al-Qudsi, er sagt, O Sohn Adams, bete für mich 4 Raka am Anfang des Tages, so bewahre ich dich vor dem Schlechten des Tages oder des Ende des Tages. Und natürlich der Prophet a.s., als er Abu Huraira 3 Sachen befohlen hat, dass er diese nicht weglässt, hat er auch das Duha-Gebet genannt und das Witr-Gebet und das Fasten der 3 Tage, also 3 Tage jeden Monats. Deswegen sollte man sich dieses Gebet nicht entgehen lassen. Und es gibt natürlich noch viele andere Beweise für die Vorzüge dieses Gebetes und der anderen Gebete, aber dann wäre das Video zu lang. Und ich hoffe, einige nehmen sich diese Nasiha zu Herzen. Und Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.